Hallo Leute, heute geht es um ein Deo, was ich euch vorstellen will und was ich so ans Herz legen will. Und zwar ist das von der Marke Sweet Off. Das ist ein Roll-On und ein Antitranspirant und ich will ein bisschen was darüber erzählen, so die Besonderheit und die Vor- und Nachteile. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit der Besonderheit an, beziehungsweise was das ist. Also es ist halt wie gesagt ein Antitranspirant, also ein Roll-On. Und das trägst du halt ganz normal auf, also es sieht halt so aus. Und was die Besonderheit daran ist, du kannst das sozusagen als Kur benutzen. Warum Kur, erzähle ich euch gleich nochmal. Also ich erzähle euch dann die Kur, wie die dann ablaufen würde. Und nach dieser Kur schwitzt du wochenlang nicht mehr, beziehungsweise tagelang. Das kommt mal drauf an. Bei mir ist es halt so, dass ich im Sommer 2 Wochen lang nicht mehr schwitze. Also es hält bei mir 2 Wochen lang. Und im Winter, Frühling und Herbst ist es bei mir eher, das ist 3 Wochen, also dass ich 3 Wochen lang nicht mehr schwitze. Kommen wir dann zur Kur, was ich angesprochen habe, also wie du das anwendest. Also ich mache das so, dass ich vorher, also an den Achseln, mache ich mich erstmal fettfrei. Ich nehme dann halt ein bisschen Alkohol aus der Apotheke, also so hochprozentiges, mache auf dem Wattepad drauf und reinige, also ich habe vorher meine Achseln gereinigt, dann gehe ich nochmal mit dem Wattepad drüber, dass es fettfrei ist, damit es halt besser einziehen kann. Und dann gehe ich 2-mal durch, also 1, 2 und dann verteile ich mir das. Ihr braucht so, so wenig davon. Und hier dann auch nochmal. Und dann gehe ich einfach schlafen. Vorher solltet ihr eure Hände waschen. Und was auch wichtig ist, man kann das auch auf Stirn, auf Rücken und Nacken. Also ihr könnt das überall da anwenden, wo ihr schwitzt. Also ich würde das natürlich nicht im Intimbereich, ne? Das wäre total Mist. Also in dem Bereich hier, Oberkörper, alles, könnt ihr das problemlos anwenden. Das machst du halt an 4 bis 6 Abenden. Also sprich, du machst 4 Abende lang, trägst du das auf. Also morgens oder mittags würde ich das nicht machen. Und wenn du dann halt nach 4 bzw. 6 Tagen oder 5 Tagen, wenn du merkst, okay, ich schwitze weniger, dann setzt du das einfach ab und dann merkst du so, okay, ich schwitze überhaupt gar nicht mehr. Wenn du dann halt merkst, so zwischendurch, okay, ich schwitze wieder, also nach ein paar Wochen, dann kannst du das halt wieder einmal anwenden, so, und dann solltest du nicht mehr schwitzen. Wenn du dann danach wieder schwitzen solltest, also immer noch, dann trag das halt so lange auf, bis du dann nicht mehr schwitzt. Kommen wir jetzt zu den Inhaltsstoffen. Das ist einer der Vorteile. Es hat kein Alkohol, keine Farbstoffe und kein Parfüm. Finde ich sehr, sehr gut. Also das ist der Vorteil. Jetzt kommt der Nachteil. Also einige finden das zum Nachteil. Es enthält Aluminium. Okay, jetzt könnten sich einige Mädels sich die Haare raufen und sagen, oh nein, ich will das unbedingt haben. Ich möchte euch nochmal sagen, es wurde nicht zu 100% erwiesen, dass Aluminium zu Brustkrebs führt, beziehungsweise zu Krebs. Es gibt auch keine Fälle, wo man sagt, oder wo man sagen kann, zu 100%, dass es, also, da ist Brustkrebs entstanden, weil sie oder er dieses Deo benutzt hat, also Deo mit Aluminium. Deswegen lest euch ein paar Sachen durch und glaubt nicht alles, was in den Medien, weil irgendjemand auf dieser Welt hat das mal in den Medien aufgegriffen und dann wird das so überall verteilt und dann auf YouTube und dann wird es ganz anders erzählt und dann sagen alle, okay, wenn man über einen langen Zeitraum Aluminium, also Deo mit Aluminium benutzt, dann kann es halt zu Brustkrebs führen. Es kann, muss aber nicht. Es gibt tausende Sachen, die eine Allergie bzw. einen Krebs verursachen kann. Und da kommen wir leider nicht mehr drum rum. Also ich benutze es halt sehr, sehr gerne. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ich bin nicht so einer, der jetzt so total Schiss hat. So, oh Gott, ich habe so Angst, es zu benutzen und so weiter. Kommen wir zum Preis. Also hier sind 50 Milliliter enthalten und kostet so um die 30 Euro. Jetzt sagen einige, oh mein Gott, oh nee, das will ich nicht. Das hält meist 1 Jahr, also da wird sozusagen garantiert, dass es 1 Jahr hält. Aber ich benutze es regelmäßig. Also ich benutze es immer, wenn ich wieder schwitze, ne, wenn es wieder anfängt. Und ich habe das schon seit ganzen 2 Jahren. Also mindestens, wenn ihr das 1 Jahr aufbraucht, dann hat sich trotzdem diese 30 Euro gelohnt, finde ich.
Und wie gesagt, in meinem Fall hat es jetzt 2 Jahre gehalten oder es hält über 2 Jahre und das, da ist noch so viel drin, ey. Das ist unmöglich. Also ich glaube, die könnten das auch auf 2 Jahre erhöhen. Also, es kommt immer darauf an, wie man halt schwitzt. Es kommt auch auf den Menschen halt auch an. Und wie gesagt, für 30 Euro finde ich, lohnt sich das. Und was auch gut ist, wenn ihr das direkt über die Internetseite bestellt, das will ich euch unten in die Infobox verlinken, habt ihr eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Jetzt könnte man auch sagen, okay, nee, das ist bestimmt eine Verarsche. Geht aber nicht, weil wenn ihr das an 5 bis 6 Abenden benutzt und ihr einen Effekt merkt, dann nutzt es ja was. Und wenn es halt nichts bringt, nach spätestens 10 bis 12 Tagen weißt du dann, okay, es nützt nichts, dann kannst du es ja immer noch zurückschicken und dein Geld anfordern. Und deswegen finde ich das halt auch gut. Also nutzt es, es ist wirklich, wirklich geil. Und sonst kriegt ihr das auch in der Apotheke. Also ihr müsst einfach nachfragen, ob die das haben. Wenn die das nicht haben, dann müsst ihr halt fragen, ob die das bestellen können. Die können das dann meist bestellen. Das kriegt ihr eigentlich auch in der Apotheke. Also es ist nicht gängig in der Apotheke. Aber das ist, wie gesagt, so ein Produkt, was auch in der Apotheke angeboten wird. Deswegen könnt ihr das dann auch bestellen. Und dann müsst ihr halt 1 bis 2 bis 3 Tage warten und dann habt ihr das auch in den Händen. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du davon hältst. Also würdest du das benutzen, ja oder nein? Also einige würden halt nein sagen wegen Aluminium. Ich finde das halt, wie gesagt, nicht so schlimm. Und damit würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.